Der eingesetzte Lamellenabstand eines Wärmetauschers hat maßgeblichen Einfluss auf die Oberfläche, die wir generieren können, und damit auch auf die Leistung, die der Wärmetauscher in der Lage ist zu übertragen. Für gewöhnlich wird in der Normalkühlung 4 bis 5 mm Lamellenabstand eingesetzt, für die Tiefkühlung 6 bis 8 mm Lamellenabstand. Es kann aber auch betriebsbedingt notwendig werden, auf größere Lamellenabstände zu gehen, wenn zum Beispiel durch häufige Begehung und Beschickung in der Tiefkühlzelle ein hoher Feuchtigkeitseintrag stattfindet, sodass wir mehr Lamellenabstand brauchen, um den anfallenden Reif aufzunehmen. Bei Rollo ist es uns gelungen, 12 mm Lamellenabstand herzustellen für ein Rohrsystem, das nur 9,52 mm Kernrohrdurchmesser hat und in fluchtender Hochleistungsanordnung kreiert ist, sodass wir genügend Reifspeicher zwischen den Lamellen zur Verfügung stellen, um einen sicheren Betrieb der Kälteanlage zu gewährleisten. Der Vorteil an dem 12 mm Lamellenabstand ist, dass sich die Abtauzyklen verlängern und das ganze System effizienter wird. Wir bei Rollo nehmen dafür als weltweit einziger Hersteller 0,3 mm dicke Lamelle, sodass auch eine sehr stabile, mechanisch belastbare Lamelle entsteht, die gut mit dem Hochdruckreiniger abgedampft werden kann. Nur bei Rollo sind wir in der Lage, 12 mm Lamellenabstand zu generieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Projekte.